Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder ein kleiner Vlog, in dem ich ein bisschen was erzähle. Und hauptsächlich wird es heute mal darum gehen, was ich so für Resonanzen bekommen habe auf das, was bisher erschienen ist, beziehungsweise welche Videos ich gemacht habe. Und da sind einige ganz interessante Sachen dabei. Fangen wir mal zum Beispiel an damit, dass ich vor, ich glaube, 2 Wochen eine Nachricht bekommen habe, die etwas länger war, in der ich nett beleidigt wurde und zusätzlich auch noch der Kommentar kam, bitte lösch dich. Wo ich mir persönlich so denke, wieso? Was hat dazu geführt? Und dazu geführt hat einfach nur mein Demo-Track, den ich hier hochgeladen habe. Und zwar, weil diese Person davon überzeugt war, dass das ein ordentlicher Grund ist, um jemanden, den man überhaupt nicht kennt, komplett zu beleidigen. Meinetwegen ist okay, aber musste jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe mir das Ganze dann auch nochmal versucht zu Herzen zu nehmen und sonst was. Allerdings waren dort eine Ansammlung von Vorwürfen etc. drinne, wo ich mir dann so dachte, okay, das hat nicht viel mit Feedback zu tun und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage mal nach Feedback und habe auch in der Gruppe jetzt mal gefragt, wie seht ihr denn das, was hier momentan auf dem Channel passiert? Und ich habe einiges an Feedback bekommen, sehr viel auch negatives Feedback. Und auch dazu möchte ich mich gerne äußern, denn es gab hauptsächlich negatives Feedback zu dem Drum Replacement, was ich beim letzten Mal gezeigt habe. Auch deswegen, weil ich das Drum Replacement nicht gezeigt habe. Was aber nicht daran lag, dass ich es nicht zeigen wollte, sondern dass ich persönlich fand, dass einfach das Tutorial, was ich unten verlinkt hatte, von Cubase selbst, beziehungsweise von Steinberg selbst, ich glaube, es war der Steinberg YouTube-Kanal, den ich verlinkt hatte, einfach das komplett auf den Punkt gebracht hat und in dem Moment ich es nicht für nötig hielt, das nochmal auszuführen, wenn es unten schon erwähnt ist. Und da kommen wir wieder dazu, dass viele Leute ihre Meinung abgeben, ohne sich das Video angesehen zu haben oder ohne die Infobox zu checken, obwohl ich darauf hinweise. Und ich finde es irgendwie komisch, weil warum gibt man eine Meinung ab, wenn man diese Meinung eigentlich gar nicht begründen kann? Also ich bin jetzt kein Heiland. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich das nie gemacht habe oder ich nie irgendwelche Probleme angesprochen habe, wo ich mich für vorher nicht hundertprozentig informiert habe. Aber im Endeffekt sowas halb öffentlich zu machen, naja, halb öffentlich ist auch wieder so eine Sache. Es gab viele Reaktionen von Profilen, die leider nicht öffentlich waren. Allerdings gab es auch sehr, sehr viele positive Kritiken und auch Kritiken, die einfach Feedback enthalten haben. Ich habe viele gesagt bekommen, die gesagt haben, okay, es waren wahrscheinlich nur Overheads, die ich dort gezeigt habe. Waren es nicht ganz, es waren Overheads, Room-Mikros und auf fast allen waren Einstreuungen zu hören. Und somit kam fast der Effekt rüber, als wenn das, naja, nur Overhead-Mikros sind und keine Close-Mics mit dabei sind. Das wurde auch in einem Kommentar nochmal erwähnt, der relativ gut geliked wurde. Ist auf jeden Fall so und das Video sollte halt veranschaulichen, wie man Audiomaterial aufwertet. Und gerade das hat mich auf die Idee gebracht, hey, sowas sollte man vielleicht öfter machen, dass ich einfach mal zeige, wie würde ich, natürlich ist es meine Meinung, ist es meine Vorgehensweise, wie würde ich Audiomaterial aufwerten, das ich bekomme. Und dazu werden bestimmt noch mal ein, zwei Videos folgen. Ich habe auch schon von der Band was zugeschickt bekommen. Danke noch mal dazu. Da wird es dann um die stimmlichen Geschichten gehen. Gitarre kommt auch noch ein bisschen, Bass wahrscheinlich auch. Und dass ich mich dort so ein bisschen rantaste, weniger das als Tutorial sehe, sondern mehr als, wie könnte man das aufwerten. Dann habe ich mir auch noch Kritiken zu Herzen genommen, die sagen, okay, mein Hintergrund, ich habe jetzt mal was anderes ausprobiert, ich habe auch ein neues Licht noch dazu genommen, dass die Ausleuchtung von dem noch ein bisschen besser ist. Und ich hoffe inzwischen, dass der Ton auch funktioniert. Ja, gut, so viel erstmal dazu. Es soll echt kein Gemecker oder Rumgeheule sein. Ich fand es bloß einfach interessant, wie Leute ihr Feedback im Internet abgeben, obwohl das ist wahrscheinlich nichts Neues, aber ich merke es jetzt durch den YouTube-Channel deutlich mehr als früher. So, zu dem, was als nächstes so ansteht, habe ich ja schon kurz was gesagt. Es kommt aber auch ein neuer Song und es wird ein neues Review geben. Ich hatte ja die Emissary Edition von STL gereviewt und als nächstes wird es von einem anderen Hersteller eine Demo-Review geben. Die Demo ist, glaube ich, eine Full-Demo, das heißt, es werden alle Funktionen zeigbar sein. Dazu
Am nächsten Samstag mehr und entweder diesen oder nächsten diesen oder nächsten Donnerstag, so ist ja das mit den Uploads, kommt dann ein neuer Song. Dazu habe ich auch auf Facebook momentan Umfragen gestartet und heute wird auch eine weitere Umfrage dazu kommen. Ich will euch halt ein bisschen mitentscheiden lassen, wie die Songs so sich gestalten. Gut, ich würde jetzt allerdings gerne noch die Frage stellen, habt ihr denn schon mal Probleme gehabt mit Feedback, dass ihr für Sachen bekommen habt, die ihr im Internet veröffentlicht habt? Wie sah das Feedback bei euch aus? Mich würde das einfach mal interessieren, ob das nur bei mir so ist oder ob auch andere diesen Feedback Horror, sage ich jetzt mal, durchgemacht haben, dass einfach nur Dislikes kamen und niemand gesagt hat, warum überhaupt. Ja, und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr an den Umfragen teilnehmt und auch im Allgemeinen mir mal zeigt, was würdet ihr gerne auf dem Channel noch so sehen, weil bisher läuft es ja ganz gut und ich freue mich auch, dass sich so viele Leute hier beteiligen. Freue mich auch über alle, die noch dazugekommen sind oder noch dazukommen werden. Das Video ist jetzt sehr quatschmäßig orientiert, also ich habe viel gequatscht, werde jetzt aber auch noch nicht unbedingt was hinzufügen, denn ich habe mir überlegt, ich werde zwischendurch immer mal wieder so eine Quasselvideos, Vlogging-Geschichten machen, einfach um das Ganze ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, dass nicht immer nur irgendwas Audiotechnisches kommt. Und ich würde mich auch freuen, wenn das auch Anklang findet. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich werde es so schnell wie möglich umsetzen. Wenn es genügend Zeug ist, werde ich vielleicht noch einen zweiten Upload-Tag mit dazu nehmen. Seid kreativ, gebt mir ein bisschen Input. Ich habe auch viele Ideen, aber wenn man das so ein bisschen auf die Art und Weise macht, denke ich, kommt noch um einiges mehr dabei raus. Denn vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin auch ein bisschen wieder dabei, diese ungeschnittenen Videos weiterzumachen. Einfach, dass ich mir aus der Seele raus was vornehme, was ich quatsche, ohne großes Skript. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, gebt einen Kommentar, habe ich ja schon x-mal gesagt jetzt. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, sind auch wieder einige Leute dazugekommen. Danke dafür. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann wird es wieder ein bisschen musikalischer. Dankeschön.